Hallo Leute, ich bin Ultimate Spindash und wir stehlen heute von den Reichen, denn wir werfen einen Blick auf Evara. Evara ist ein Warframe im Stil eines Bogenschützen. Ihre Stats sind mit Loki vergleichbar, sie tauscht aber etwas Geschwindigkeit gegen zusätzliche Schilde und Energie, von der sie unter den Nicht-Primes die meiste besitzt. Evaras Blaupause und ihre Teile bekommt ihr in Spionagemissionen der verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Beachtet, dass ihr für ihren Bau auch den alarmexklusiven Rohstoff Nitain-Extrakt brauchen werdet. Alternativ gibt es sie auch im Markt samt Slot und Reaktor für 325 Platin. Oder im Jägerin-Paket zusammen mit den Talons, der Rubico, der Lacera, der Salix Xiondana, Boostern und der Haltung Entweihtes Löwenmaul für 835 Platin. Evaras erste Fähigkeit, Köcher, rotiert zwischen vier Pfeiltypen, die durch Halten der Taste abgefeuert werden. Tarnpfeile heften sich an eine Oberfläche oder ein Lebewesen und tarnen alle Verbündeten in ihrem Einflussbereich. Drahtpfeile erzeugen bis zu vier Drahtseile, über die Evara und ihr Team einzigartige Angriffspositionen erreichen oder Hindernisse überwinden können. Störpfeile erzeugen ein Geräusch, das Feinde anlockt, ohne sie zu alarmieren. Alarmierte Feinde werden nicht beeinflusst. Schlafpfeile lassen alle Feinde in Reichweite einschlafen und macht sie für Finisher anfällig. Ihre zweite Fähigkeit, Navigator, lässt euch ein einzelnes Projektil steuern, dessen Schaden sich mit der Zeit erhöht. Beachtet aber, dass dies viel Energie verbraucht und nur auf Projektilwaffen funktioniert. Kontinuierliche und Hitscan-Waffen werden von dieser Fähigkeit nicht beeinflusst. Während ihr ein Projektil steuert, ist Evara unsichtbar. Mit den Schießen- und Zielen-Tasten könnt ihr die Geschwindigkeit des Projektils beeinflussen. Ihre dritte Fähigkeit, Pirschen, macht Evara unsichtbar. Ihr Kopfschussmultiplikator und Nahkampfschaden erhöht sich, allerdings wird Evara auch langsamer. Ihr könnt außerdem Feinde in der Nähe bestehlen. Pirschen verbraucht durchgehend Energie, aber mehr, wenn ihr euch bewegt. Sprinten, Geschosssprünge und andere Parkourmanöver beenden Pirschen. Ihr könnt aber rollen, springen und gleiten, um euch schneller vorzubewegen, ohne die Tarnung zu verlieren. Auf Drahtseilen, ob natürlich oder durch Evaras Pfeile erzeugt, könnt ihr euch ebenfalls normal bewegen. Lautlose Waffen können genutzt werden, ohne die Tarnung zu unterbrechen, während laute Waffen eure Tarnung kurzzeitig unterbrechen werden. Evaras vierte Fähigkeit, Artemis-Bogen, rüstet ihren Bogen aus. Dieser feuert salbenweise Pfeile, deren Ausrichtung ihr durch das Aufladen eures Schusses verändern könnt. Der Bogen hat seine eigenen Stats, profitiert aber von ausgerüsteten Gewehrmods. Schrotflintenmods und die Gewehrverstärker-Aura haben aber derzeit keinen Effekt auf den Bogen. Mit einer geteilten Kammer feuert der Artemis-Bogen bis zu 14 Pfeile auf einmal. Mit Sekundärfeuer feuert ihr einen aus Köcher ausgewählten Spezialpfeil. Der Artemis-Bogen verbraucht nur Energie für jeden Schuss. Dadurch verhindert er auch nicht die Regeneration von Energie durch Auren. Nur Energievampir funktioniert nicht. Evara besitzt außerdem ein eingebautes Feindradar als passive Fähigkeit. Mein Bild besteht aus Ausdehnung, Vitalität, einer Rang 3 flüchtigen Expertise, Stromlinie, Verstärken, Umlenkung, Überdehnen, Kontinuität und der Exilus-Mod-List, die getrifft. Dies gibt mir einen 15 Meter Radius auf meinen Schlafpfeilen und hält meine Energiekosten gering, ohne meinem Artemis-Bogen zu sehr zu schwächen. Evara ist ein weiterer Warframe, der gut für Stealth-Missionen geeignet ist. Ich sehe noch keine Möglichkeit, ihr Pirschen großflächig zum Farmen zu nutzen, aber auch hier könnte es Möglichkeiten geben. Ihre Drahtpfeile machen Evara beweglich, während ihre Schlafpfeile ihr Massenkontrolle ermöglichen. Use the Force, Luke. Schöne Sauerei. Den hier brauchst du vielleicht. Einen Bogen? Ja, mach dich zu einem unsichtbaren Killer. Krasses Teil. Gefällt er dir? Nein. Nur weil ich dir das Beste an euch gesagt habe. Der Bogen ist über Carbonlaser an deinen Nanosuit gekoppelt. Hat genug kinetische Energie, um ein Nashorn zu töten. Wechselköpfe zum Abfeuern von Sprengladungen und jetzt kommt's. Du bleibst dabei getarnt. Was sagst du jetzt? Klingt nicht übel. Gut, dann lass uns gehen.